Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ostkurvgeflüster-Nachbericht, 10. Spieltag Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Cosmos Koblenz, Eintracht 0-5, wie ihr alle wisst, 0-4. Ja, Osman, eine Technik gerade, Gruß an den Micha. Micha, ich habe gerade versucht, mein Telefon zu drehen. Na, hieße, bitte drehen Sie Ihr Telefon. Also im Querformat geht das mit mir irgendwie heute nicht. Na, ging halt darum, dass das bei YouTube ein anderes Format erscheint. Ja, zum Spiel selbst, ne? Also, was soll man sagen, ne? Wir haben es von den Strolchen, haben uns kurzfristig entschieden, mit dem Zug zu fahren. Oder kann ich nur sagen, eine Zugfahrt, die ist lustig, ne? Das war es ja auch. Meine Tante Füchsin und ich ja schon im Vorbericht gesagt. Die Menschen, die uns dann erstmal erschrocken angucken, alle Fans erschrocken angucken, wenn sie durch den Zug kommen mit so einer Krisenmasse, werden dann von Minute zu Minute ruhiger und freuen sich dann auch mit uns, wird mir alles so ein bisschen flachsen und nochmal abends in einem Eintracht-Liedchen gesungen und so weiter und so fort. Und zum Thema Fans selbst. Also gestern war ja offiziell, glaube ich, 726 oder wie viel auch Zuschauer. Davon waren wir mindestens, sage ich jetzt mal, 500 oder 600 Austrier, weil die Koblenzer haben ja auch nicht so viele Fanmassen, wie wir das dann haben, ne? Und dann an einem super schönen Sonntag, obwohl in der Sonne war es halt ziemlich heiß. Kommen wir ganz kurz zu den Getränken. Also, mal wieder ein Getränkestand mit einem Bockwurststand in einem von einer Catering-Firma. Zu den Preisen, also ich sage das Wort nicht, aber Preise wie im und Pünktchen, 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 da wisst ihr alles, was gemeint ist. Bier 3,50. Der einzige Vorteil war eiskalt, gezapft und war Bitburger. Und die Bockwurst hat da 4 Euro gekostet. Da finde ich einfach, das ist zu sau gemacht. Man kann ja mit uns Fans Geld verdienen, aber nicht bitte in der Preiskategorie. Also ich will nicht sagen, da gehst du arm drüber, aber ich meine, so ein Tag kostet schon auch ein bisschen was an Geld und dann nochmal so da berappen zu müssen, finde ich jetzt nicht gut. Ne, so viel dazu. Ne? Jo, da kommen wir einfach mal nochmal zu den Fans zurück. Erstmal der Support. Nicht nur oder überwiegend natürlich von Ultras angestimmt, aber ich gab gestern, genau wie im Heimspiel, gab es dann noch zwei Gesänge. Einmal Hallo Ostkurve, was ja auch hervorragend immer funktioniert, und einmal dann etwas später auch Hallo Haupttribüne. Und da muss ich echt sagen, wir haben es Ball in the Box gemacht. Ne? Also die ganze Haupttribüne hat gesungen, ne? Also gefühlt die ganze Haupttribüne. Und da kann ich nur sagen, gestern war wirklich alles in Trierer Hand. Tribüne, der Rest vom Stadion auch. Und ja, und die Mannschaft hat es auch am Platz wiedergegeben. Und ich muss eigentlich sagen, ich habe mich heute Morgen über unsere Tageszeitung ein wenig geärgert. Erstmal mit dem Glück und Können und viermal Glück gehabt. Ja, was soll das dann? Ich hatte den Eindruck in letzter Zeit, Leute, wenn ihr anderer Meinung seid, korrigiert mich, ne? Ich habe nicht den Eindruck manchmal, dass der Herr Reporter, der für uns dann schreibt, also unser Bericht schreibt, immer so 100% auch so für uns ist. Ich denke, ich finde manchmal, da geht immer noch irgendwo so ein klein Herrschi im Süppchen gesucht. Ne? Also ich kann man dann jetzt nicht helfen, das ist meine Meinung. Und mit so einem Bericht wie dem Moi kann ich überhaupt nichts auffangen. Ne? Also sorry, das ist ja von der Berichterstattung her war das heute für mich Kreisklasse. Ne? Das ist meine Meinung dazu und Maja in Deutschland freie Meinungsäußerung, Gott sei Dank noch. Ne? Ja, zum Spiel selbst. Natürlich haben wir uns nochmal schwer getan, weil die haben auch wieder zwei Riegel aufgebaut. Natürlich war es ein Rotkart, aus unserer Sicht der Dinge. Ne? Und das sage ich auch das dritte Mal natürlich. Und natürlich tust du dich oft gegen so einen Gegner ein wenig schwer, der sich dann noch mehr dann hineinstellt. Ne? Jetzt müsste ich wieder sagen, okay, ich mache jetzt 5 Euro in Phrasenschwein, aber kein Zeichen stehen. Ich finde, die Tore haben zum richtigen Zeit, sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Hat mich für den Maxim Burkhardt auch extrem gefreut, sein 1-0. Und ich muss mal sagen, Leute, in der Sonne war es ja gestern, war es ja so heiß. Und was die Spieler gestern auf dem Platz umgesetzt haben, also zumindest auch nochmal unsere eigene Mannschaft, was die in Power hat und auch aufzieht. Und so hat sich dann einfach auch die Gegner zurechtgelegt, ne? Muss man wirklich sagen. So haben sich die Gegner richtig zurechtgelegt und haben am richtigen Moment zugeschlagen. Natürlich hatten die Koblenz eine riesige Chance auch, als sie die Unterkante der Latte getroffen haben. Aber da war wenigstens mal noch eine Chance für die Gegner, was ja die letzte Zeit nicht so oft der Fall war, da der Gegner viele Chancen hatte, ne? Ansonsten fand ich nochmal, hat Linke hinten eine wirklich tolle Souveränität ausgestrahlt. Die Einwechslung hat gegriffen, die Kinchi Kim drin, macht zwei Buden, ein schöner wie der andere für mich. Und
Ich kann nur sagen, Hut ab vor die Spieler, weil die für eine Leistung bringen, Woche für Woche. Ne? Auch gerade bei diesen Temperaturen, auch dann die Leute, die jetzt öfters spielen mussten. Ich meine, Simon Maurer hat alle Spiele gemacht bisher. Spangi auch soweit. Also es geht überhaupt nichts zu meckern. Ne? In gar keiner Form. Ne? Jo, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass wir dann am Freitag gegen Querschied noch mal das nächste Erfolgserlebnis haben. Und unsere Startrekord ausbauen. Heute auch in der Post. Mit der Tasse Kaffee, Nippenfeeds. Mich ja leider nicht. Ne? Ich grüße erstmal alle, die noch mal hier jetzt live zuschauen. Vielen, vielen Dank an eure Unterstützung. Das ist immer wieder phänomenal. Ich wiederhole nicht zwar jede Woche, aber, was da auch an positiven Dingen auf uns zukommt. Gestern bin ich von einem Eintracht-Fan angesprochen worden. Der hat das erste Mal auch im Negativen sich geäußert, finde ich okay. Da ging es darum, dass die Berichterstattung jetzt gerade auch im Nachbericht, ja, ich stehe hier leider auch in einem Lagerraum vor mir, weil ich kann in der Lade stehen. Und wir sind nicht im Stadion. Ne? Da das alles immer sehr nüchtern wäre oder beziehungsweise ohne Bildmaterial. Ich habe noch erklärt, es gibt halt kein Bildmaterial in dem Sinn, was wir verwenden können. Oder auch die Rechte berücksichtigen müssen, die mir nicht dazu haben. Und ist auch großen Aufwand, Bildmaterial von Mischa dann von der Technik in das Video reinzukriegen. Also wir sind Amateure da drin und bleiben dort auch. Ne? Aber wie gesagt, wenn sonst Anregungen sind oder was am Herzen liegt, ob man nochmal ansprechen müsste, was unser Verein betrifft, gerne auf mich zukommen, auf der Ralla zukommen, auf den Mischa zukommen. Wir versuchen hier dann einzubauen und auch dazu dann was zu sagen. Und das wird ja auch vom Verein super, super angenommen. Ne? Jetzt hoffe ich, dass ich wirklich nichts vergessen. Ich ziehe meinen Brill mal gerade an. Ja. Ja, ansonsten ist es immer wieder phänomenal, wenn man dann in den Bahnhof reinkommt, in der Halle, und dann geht es los. Hurra, hurra, die Trier, die sind da. Also das Geschalle, das hasse ich jetzt noch Hühnerhaut, wenn du das dann live mitkriegst. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Erlebnis. Ne? Ja, da haben wir auch im Zug halt ein paar Gesprächsgäste gehabt aus Düsseldorf, ein paar Männer, die dann Fortuna-Fans waren. Man ist die ganze Fahrt mit denen unterhalten oder ist unterhalten worden. Und so gesehen wird der Eintracht im Moment schon quer durch die Republik getragen, sag ich mal. Und wird ja nichts außer, wie sagt man das, wird ja nichts unversucht gelassen, um die Eintracht in aller Munde nochmal zu kriegen. Und ich denke mal, wenn man den Startrekord nach ein, zwei Spiele ausbauen könnte, sind wir auch nochmal, wie heißt das so schön, medial, vielleicht auch mal als Oberligist in aller Munde, ne? Weil das gibt sich auch nicht in der Form so häufig, ne? Ja, dann war das von meiner Stelle aus, ne? Ich freue mich jetzt schon auf ein Freitagabendspiel, ein Flutlichtspiel, da werden wir natürlich hoffentlich nochmal 3000 Leute haben. Das Wetter soll weiterhin stimmen, wenn es nämlich so ganz warm geht, ist ja noch nicht schlimm. An die Spieler ein bisschen besser. Und wir natürlich auch. Jo, dann hoffen wir nochmal auf 3 Punkte. Dann hoffen wir, dass ein Trainer die Woche nochmal viele, viele Torabschlüsse, finde ich, üben lässt. Und dementsprechend mal am Freitag vielleicht, man muss ja immer sagen, vielleicht auch dann den nächsten Dreier einfahren. Obwohl man werde hier irgendwann auch mal vielleicht ein Unentschieden nur haben oder auch mal mit ein bisschen Pech verlieren. Ne? Das wird ja nicht ausbleiben, ne? Jo, wie gesagt, vielen Dank an alle Live-Zuseher. Liked weiter, teiltet weiter, verbreitet weiter, weil es geht für den Eintracht. Und da kann man im Moment auf der Euphoriewelle, wo wir sind, kann man gar nicht genug drüber reden, drüber machen, da das einfach auch weitergetragen wird. Aber Maja ist dermaßen klasse Stimmung im Umfeld, das ist ja Wahnsinn. Jo, dann wünsche ich euch eine schöne, angenehme Woche. Gute Trainingsleistungen für die Mannschaft. Und da sehen wir uns am Freitagabend, wie sagt mir Kumpel, im Usem Wohnzimmer. Ne? Das ist ja nicht, finde ich, einfach ein passender Begriff, weil Wohlstand ist einfach unser Wohnzimmer wieder geworden, sage ich, und so wird es doch bleiben. In diesem Sinne, eine Stadt, ein Verein, eine Liebe, nur der SVE. Ciao, euer Herm, Grüße an den Rest von der Mannschaft. Ciao. Zurück in die Funkhäuser.